Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Gothic. Dem Spiel, in dem wir beim letzten Mal ein wenig versagt haben am Ende, weil ich nicht in der Lage bin, schnell genug speichern zu drücken, wenn es dann soweit ist, mal wieder zu speichern. Zum Beispiel jetzt wäre einer der Punkte, wo man speichern könnte, oder wenn ich den da hinten erledigt habe, zum Beispiel auch. Aber wie gesagt, ich weiß halt nicht, warum es jetzt eben... auf die fantastische Idee kam, hey, ich schmier mal ab, aber hey. Das ist Gothic, damit muss man leben. Gerade speichere ich jetzt auch wieder auf jeden Meter. Auch wenn das nicht gerade förderlich ist. So. Ja, komm doch runter. Ah, Moment. Ich bin mal wieder ein Talent. Und ich bin noch ein größeres Talent, wenn ich mal dran denke, mich vorher zu heilen. So, kurzerhand mich geheilt. Warte drauf, dass der hier ankommt. Huch! Komm, komm! Hallo! Okay, nochmal heilen, weil es gerade noch geht. Speichern ganz... Nein, jetzt habe ich meinen heiligen Speicherstand überspeichert. Weil ich zu schnell war. Egal, es ist ja anscheinend ja doch ganz gut, dass wir hier drin sind. Und es ist ja auch offensichtlich auch irgendwie richtig. Okay. Achso, wir sollen sogar gegen zwei dieser Viecher antreten. Es ist offensichtlich egal, welchen wir zuerst betätigen, daher immer einer auftaucht. Okay, und jetzt kann ich aber speichern. So oder so auf den ersten Leiter Gottes.
ein Ungläubiger im... Okay, das hat's gebracht. Aber wir sind immer noch nicht raus hier, ne? Ich speichere nochmal erneut. Weil wir es jetzt noch ausnahmsweise überlebt haben. Gerade reicht das, heißt das aber noch gar nichts. Und ja, ich hole mir auch nochmal hier die Tränke. Ach ja, hier war gar nichts. Das war ja nur, wo ich mich hingeflüchtet habe. Okay. Ich glaube gerade, ich habe es wieder geschafft. Ah, grandios. Okay, okay. Ja, ich weiß nicht, ob wir das brauchen. Das ist halt jetzt echt blöd, weil wenn wir das da pla... Oh, warte, was war das? Naja, Items bleiben ja meist liegen, ne? Ich kann ja mal ganz kurz was versuchen. Oh, ich brauche nochmal Licht. Grandios, so einen Lichtschalter im Ärmel zu haben, ne? So. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Wie komme ich jetzt hier hin? Ich kann da nicht vernünftig hochklettern gerade. Oh, grandios, dass das Mikro wieder zu dicht an mein Gesicht dran ist. Wenn wir da überhaupt hochklettern sollen, ist halt so die zweite Frage. Oh nee, Moment. Ich kann mal hier, wenn ich schon Licht anhab. Doch, ich muss hier rein. Okay. Ich weiß jetzt schon, mir bleibt keine andere übrig, keine andere Möglichkeit, außer hier längs zu gehen. In der Hoffnung, dass hier noch mehr ist. Oh, Tatsache. Na toll. Eine Grotte. Na, Schild auch hier. Gut. Einfach mit dem Skelett sich unterhalten. Daumen drücken. Gut, hatte ich mich gerade noch richtig erinnert. Oh, und da sehe ich auch gerade schon. Okay, es setzt sich relativ viel in Bewegung. Wollte gerade sagen, kann der Sound auch irgendwann aufhören? Das wäre gerade sehr schön.
Die schießen mit Bögen auf irgendetwas und ein sargähnliches Objekt. Gottes Willen, uns können die leichten Heilungssachen schon gar nicht mehr helfen, quasi. Nur noch als zusätzlicher Push. Gottes Willen, und das ist gigantisch. Ich muss jetzt schon wieder bald einen neuen Part machen, ne? Aber gerade habe ich so einen Lauf, ich will eigentlich gar nicht aufhören. Kletter mal hier rauf. Okay, grandios, da rutschen wir nur irgendwo hinab. Ach, okay, da kommen wir dann zu dem Teil, was sich geöffnet hat. Ich verstehe. Okay. Dann will ich nochmal ganz kurz zurückgehen. Das sieht schon wieder verdächtig aus. Und ich kann mal wieder eins machen. Speichern! Ja, letzter Speicherpunkt ist nämlich schon wieder ein ganzes Stück her. Ja, und es war auch nicht verkehrt. Sterblicher! Deine Reise endet hier bei mir. Erstmal schicke ich dich auf eine neue Reise, verfaultes Madenparadies. Okay, eigentlich sollten wir wahrscheinlich da in die Falle tappen. Okay, da ist auf jeden Fall das. Achso, hier Bogen und dann. Ja, ja, genau, genau. Okay, verstehe schon. Ah, okay, zwei von. Ja, okay, okay, ich verstehe. Ich verstehe gerade langsam, wo sich das hier hin entwickelt. Wir werden auf alle fünf treffen, quasi. Hoppla. Was war das denn für ein komischer Absturz? Okay. Und wir brauchen mal wieder Licht. Gehen wir doch sofort hin. So. Weil ich nicht weiß, ob noch mehr auf uns lauert, halte ich das Schwert immer gerade mal griffbereit. Weil es ja doch schon recht schwer ist, hier unten sicher zu sein, dass da nichts kommt. Okay, aber in dem Fall ist tatsächlich mal nichts mehr. Gut. Was ist hier drüben? Okay, da gehen wir gleich nochmal gucken. Ich will gerade mal gucken, ob hier noch was auf uns wartet. Hier ist Endstation bei den Steinwand. Das sieht mir auch nochmal nach Rätsel aus. Das heißt, wir kommen da noch irgendwie hin. Gerade sind da aber nochmal mehr Minecrawler gepanzerte. Die muss ich aber mit Bogen, weil das sind zwei. Thank you.
Waffe weg. Okay. Da hast du noch mal Glück gehabt. Verschwinde! Du bist hier nicht erwünscht. Willst du mich aufhalten? Willst du mich aufhalten? Ja, ich werde dich aufhalten, damit du Meister Kalom nicht von seinem Vorhaben abhalten kannst, den Schläfer zu erwecken. Oh, versuche nicht, mich anzugreifen. Wir haben Kalom gefunden. Der hohe Priester hat Meister Kalom und uns anderen einen Teil seiner Macht verliehen. Wir sind nun unsterblich. Ich kann dir zeigen, wie unsterblich du bist. Mache dich bereit, deinem Schöpfer gegenüberzutreten. Mann, ich wünschte, dass der Chor da unten das wüsste gerade. Okay, grandios. Ja, wie kann ich denn hier öffnen? Ist die Frage noch so? Lass ich mal offen gerade. Also, die Frage, ne? Ich glaube, das habt ihr auch verstanden, ohne den Witz nochmal zu machen. Nee. Gut, hier ist nochmal eine Gittertür, die kriege ich auch nicht auf wahrscheinlich. Nee. Okay, das schaut mir alles so stark nach Rätsel aus. Das Einzige, was offen steht tatsächlich, ist das hier. Ah, und ich glaube, von hier aus sollen wir auch reintappen, oder? Könnte es sein, dass wir hier fast verpasst haben oder so? Okay, ich bin mir recht sicher, dass jetzt hier nichts mehr ist. Gerade zumindest. Oder ich muss... Ach Gottes Willen, ich muss da hinten wahrscheinlich noch einen Schalter auslösen. Ah, wie ich sowas hasse, ne? Natürlich wieder so eine Sache, die ich eigentlich hätte vermeiden können oder wollen oder plane, aber... Es bringt ja nichts. Man muss natürlich dem Spiel wieder nachgehen und auch deren Aufgaben gehorchen manchmal. Nicht so, wie ich bei den einen ein bisschen gemogelt habe. Habt ihr jetzt mal gehört, ne? Ja, aber ist ja, es war ja ein bisschen gemogelt. Okay, wir gehen mal doch rein. Auch wenn ich mir denke, dass es dann wahrscheinlich hinter uns zugeht. Ja. Ich traue dem Frieden nicht. Licht bitte. Oh. Hi. Grandios. So kommen wir wieder hier raus. Moment. Habe ich gerade richtig gesehen, dass hier ein... Ah ja, okay, das war ja für was anderes. Gut, gut. Nee, Moment. Da ist auch ein Schalter. Wofür ist dieser Schalter? Ah, okay. Kurz Panik geschoben, weil ich wieder dachte, ich habe jetzt komplett Lost-Aktion gemacht. Spiel speichern.
grandios. So. Jetzt kommen wir wieder nach da hinten, glaube ich. Jetzt können wir da dann wiederum das Schwert wahrscheinlich nutzen und so weiter und so fort. Hast du nicht gesehen. Oder was wir halt da aufgesammelt haben gerade. Grandios. Ich finde hier nicht ein Meter, was mir bringt. Gerade das Schlimmste daran. Ich glaube, das war hier nicht für bestimmt. Ach! Nee, doch nicht. Ich dachte gerade, jetzt ist das Gittertor da drüben weg. Dabei ist es nicht weg. Hm. Hallo, ich muss da doch irgendwie reinkommen. Oder habe ich doch noch irgendwas übersehen da hinten? Oh, ich bin lost. Schmiert mich mit Honig ein und nennt mich lost. Gut, wir müssen ja nicht auf Dauer immer durch den Tunnel, aber trotzdem. Ich hab's gerade gerallt. Ist das so eine Lost-Aktion gewesen gerade von mir? Da ich das aber auch nicht sofort gerallt habe, ne? Ja, aber nein. Okay, nein. Mann! Gut, dann versuche ich es von hier aus. Okay, das geht halt nicht. Okay. Trick 17. Wenn man halt sonst nichts auf Reihe kriegt. Doch nicht? Hm. Aber ich hätte jetzt wirklich gedacht, ich muss da... Naja... Mit dem Pfeil halt drauf schießen, ne? Aber okay, wenn halt nicht, dann halt nicht, ne? Dann frage ich mich dennoch. Es bleiben ja gar keine Orte mehr übrig, muss ich dazu sagen. Ah, egal. So viel Leben ist das jetzt auch gar nicht mehr. Oh, doch, das waren glatt 100 Leben. 150 sogar. Oh Gott, wie stark bin ich denn bitte schon momentan schon? Oh ja, 384 Leben, ja, das ist dann schon eine Menge. Okay. Ist vielleicht hier gemeint, dass ich hier schießen soll? Okay, das funktioniert offensichtlich irgendwie. Thank you.
Wirklich schlau draus werden tue ich aber immer noch nicht. Oh. Grandios, ich sehe, dass da ein Gitter fehlt. War es das, was er mir sagen wollte damit? Okay, den Schalter kann ich nicht mehr erwischen. Ah, Moment. Natürlich. Grandiose Idee, wenn es funktioniert hätte gerade, ne? Okay. Nee, der ist durch. Ich weiß, dass ich auch Pfeile gerade verschwende, by the way. Das ist aber gerade halb so schlimm, denn es ist ja gerade mal wichtiger, was ich machen soll. Ich gehe nochmal zurück und gucke jetzt, ob da jetzt der Schalter raus ist. Aber ansonsten... habe ich halt sonst keine Idee. Ja gut, ich habe noch einen zweiten Schalter woanders, ne? Aber ganz ehrlich, ich denke mal nicht, dass ich extra dafür zurückgehen muss. Nope. Das bringt mir auch gerade nichts. Also wenn ich jetzt gleich keine Lösung finde und ich hier noch länger herumirre, würde ich sagen, breche ich das ab, bevor ich hier wirklich komplett lost bin. Aber bis jetzt habe ich hier alle Rätsel, muss ich zugeben, bis auf das eine oder andere, was ich halt tatsächlich als zu schwer interpretiert habe. Also von meiner Denkweise her auch. Tadellos geschafft. Noch grandioser wäre es natürlich, wenn ich nicht meinen Speicherstand überspeichert hätte, den einen. Egal. Irgendwann hätte es sowieso passieren müssen. Ich guck mal gerade hier rein. Oh, Moment. Ich muss mal unter meinen Gebrauchsgütern gucken. Lichtbringer. Schön und gut, aber das ist keine Fackel. Da. So, ihr hört, ich habe mein Schwert gezückt. Ich speichere nochmal.
Okay, diesmal... Ja, diesmal war es zu schnell. Krass, wie schnell die sind, wenn es darum geht, Schaden auszuüben. So, ich habe nur einmal Springen angewendet. Okay. Und noch ein Stufenaufstieg. Aber Moment mal. Müsste nicht theoretischerweise auch noch einer von diesen Völfern-Typen auf... Moment. Ach, grandios. Ich kann hier quasi nochmal Level farmen, wenn ich unterlevelt sein sollte. Na gut, das würde mir wahrscheinlich noch was bringen. Was weiß ich, wieso. Weshalb... Nee. Moment, das bringt mir sogar gerade tatsächlich noch was. Ach nee. Ich bin ja auch gerade so lost. Ja, es regnet gerade, Leute. Hat sich gerade... Naja. Moment, was sollte auch dahinter sein? Das ist doch gerade, oder? Täusche ich mich? Ah, nee, das passt gerade noch so. Okay. Ah, okay. Da kommt nichts mehr. Was ist da los? Grandios. Das bringt mich halt auch nicht weiter, ne? Weswegen ich nochmal hier... Moment. Das bringt mich nicht weiter, okay. Hier komme ich auch nicht weiter. Das gibt mir nur mehr Rätsel auf, als dass es irgendwelche löst, ne? Also. Ja, warte mal, für ein Level-Up fehlt mir auch nur noch so. Moment mal ganz kurz. Ich muss Fenster mal komplett zumachen, bevor es hier noch rein nieselt. Niederer Dämon. Ja, toll. Ja, das bringt halt nichts mehr.
Habe ich gerade irgendwie irgendetwas verpasst oder so? Kann das sein? Muss ich vielleicht nochmal zurückgehen? Ja, ich versuche das mal. Moment. Wir haben ein bisschen Überlänge in der Folge. Ja. Okay, freut euch. Dieser Part ist mal extra lang. Und von daher würde ich sagen, machen wir im nächsten Part weiter. Von daher, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Habt eine schöne Woche. Habt schöne Tage. Ich bin raus. Euer Saus. Haut rein. Und ciao.